So, hier die Darstellung der Zerlegung eines Siemens T4200 in ein transportagefreundliches Format. Die Tastatur vorne ist abnehmbar und ich zeige euch eben, wie das geht. Der Tastaturstecker befindet sich vorne unten mittig am Gerät, ist ein 25-poliger Stecker und unten durch diese Sicherungslasche gesichert. Das heißt, man drückt diese Lasche fast mit Daumen und Mittelfinger den Stecker an und kann ihn dann nach hinten abziehen. Wir müssen dann als erstes die Haube des Gerätes abnehmen. Und das geht sehr leicht mit 4 Schrauben. Einfach vorne öffnen. Dann finden sich die vorderen beiden Schrauben. Einmal hier unten und einmal hier in der Ecke. Kurze Vierteldrehung nach links und die sind dann los. Kurzer Schraubendreher erreicht. Etwas andrücken, Vierteldrehung. Schraubendreher ansetzen, Vierteldrehung. Dann sind das die vorderen beiden Schrauben. Die hinteren beiden Schrauben befinden sich einmal hier und einmal hier am Gerät, sind möglicherweise noch durch schwarze Kappen gesichert. Das gleiche wie vorne. Schraubendreher ansetzen, Vierteldrehung. Auch hier eine Vierteldrehung, wobei das hier auch eine Klappe ist, die man abnehmen kann. Und dann ist die Haube bereits gelöst. Zum Abnehmen der Haube noch den Monitor etwas zur Seite drehen, dann haben wir Platz. Die Haube kann dann leicht nach oben abgenommen werden. So, dann geht es weiter, indem man sich das Gerät am besten auf die Seite legt. Und dann geht es zunächst um diese beiden Schrauben. Einmal um diese und um diese. Das sind nur Klemmschrauben. Das heißt, die müssen nur etwas gelöst werden. Die sind auch nicht verliersicher. So, 4 Umdrehungen raus. Die sind dafür da, eine Klemmung zu lösen. Als nächstes lösen wir die Hauptschraube. Die Hauptschraube ist hier in diesem Loch versteckt, zieht sich einmal quer durch den ganzen Monitorfuß und die drehen wir dann so weit raus, bis wir merken, dass hier die Schraube auf jeden Fall raus ist. Man merkt es dann, der Monitor möchte sich dann so ein bisschen ablegen. Jetzt richten wir das Gerät wieder auf und können den Monitor abnehmen. Noch ein kleiner Hinweis, sollte diese Zentralschraube, ich merke es gerade beim Zusammenbau des Gerätes, schwer heraus- oder reinzudrehen, kann es helfen, hier vorher die Klemmschrauben nochmal zu lösen, weil sich dann wahrscheinlich die ganze Halterung gegenüber dem Gewinde hier verkantet hat. Wenn das so halbwegs passt, dann kommt man auch mit dem normalen Schraubendreher jetzt ohne Zubehör ganz gut ran und kann die Zentralschraube dann auch gut reinschrauben bzw. wieder lösen, bis die Halterung dann fest ist. Der Monitor kann dann abgenommen werden, wiegt jetzt so ein paar Kilo, indem man ihn etwas zur Seite nimmt. Dann ist dort noch eine Erdungsschraube und die andere Leitung ist nur gesteckt und ungesichert und kann dann ebenfalls abgezogen werden. Noch ein kleiner Tipp zum Schluss, sollte die Schraube der Abschirmung unten an den Monitoranschlüssen vielleicht zu eng sein, gibt es hier eine Karte, die man aber sehr leicht herausnehmen kann. Das ist diese äußere Monitorkarte. Hier oben abziehen, hier unten abziehen, hier ist auch nichts gesichert. Dann gibt es hier an der Seite einen Bügel, der ist zurückzudrücken und dann kann die Karte sehr leicht nach oben herausgenommen werden und man kommt dann unten an die jeweiligen Schrauben bzw. Anschlüsse dran. Hier unten wäre die Schraube für die Abschirmung und das ist der Anschluss für den Monitor. So, die Erdungsschraube, sprich die Schraube der Abschirmung, ist jetzt gelöst und im Grunde kann dann direkt die Monitoreinheit abgenommen werden, zur Seite gelegt werden. Schraube vielleicht eben noch entweder wieder zurück in das Gewinde drehen und sichern, aber das war's dann. Jetzt kann wieder die Schutzhaube aufs Gerät aufgesetzt werden, kann man auch gerne verschrauben, damit sie verliersicher ist und damit hat man jetzt 3 Einheiten. Das Hauptgerät, Bildschirm und Tastatur und kann die Sachen eigentlich sehr schön transportieren. Leider ist und bleibt es halt ein Qualitätsmaschinchen und es ist halt sackschwer, das Teil. Aber lässt sich dann, glaube ich, ganz gut auch aufrecht, hinten hochkant oder wie es halt gerade passt, im Auto verstauen. Eine Bitte noch bei der Abholung, bitte auf jeden Fall nochmal den Verkäufer fragen, ob es noch Verbrauchsmaterial oder Zubehör gibt, Bedienungsanleitung, Papierfach, Korrekturband oder Farbband, ob er da noch irgendwas hat, wird gerne immer mal vergessen. Und bei der Tastatur mal schauen,
ob da vielleicht auch ein Schlüssel dabei ist oder ob sonst noch irgendwie Teile da sein könnten. Herzlichen Dank und ja, man sieht sich dann.